Vorwerk Online ist heute zu Gast bei Pius Simmer, Bürgermeister von Schopenau. Grüß Gott, Herr Simmer. Grüß Gott. Herr Simmer, das wirtschaftliche Standbein in Schopenau ist der Tourismus, besonders im Winter. Wie ist der Stand bei der Skigebietserweiterung? Ja, es ist so tatsächlich, dass der Tourismus unsere Gemeinde erste Priorität hat. Skigebietserweiterung ist momentan eher nach hinten verschoben worden. Und zwar erste Priorität hat die Beschneiung am Didams im Skigebiet. Also zuerst wird die Beschneiung kommen, die künstliche am Didams, und dann weitere Folge dann die Skigebietserweiterung. Beschneiungsanlage am Didamskopf, ist da die Finanzierung schon geklärt? Ist noch nicht geklärt, da stehen wir direkt in Verhandlungen. Mit den anderen Gemeinden oder mit dem Land? Mit der Gemeinde auch, mit dem Land und mit dem Betreiber des Skilifts. Gibt es da schon einen konkreten Zeitplan ungefähr, wann man da starten könnte oder Verhandlungsende angesetzt ist? Es ist ein Zeitpunkt genannt, die Umsetzungsphase soll 2 Jahre dauern und 2009 beginnen. Mhm. Der Ausbau im Gebiet des Pfalzer Kopfes wurde ja verschoben. Genau, ja. Gibt es da einen Grund dafür? Der Grund ist schon die Beschneiung. Das muss alles auch finanziert werden natürlich. Auch die Beschneiung ist eine Komplettbeschneiung vom Berg bis ins Tal, ist vorgesehen vom Projekt her. Das ist ein großes Beschneiungsprojekt, erfordert in etwa 10 Millionen Euro. Und das ist viel Geld. Und wenn das mal umgesetzt ist, in weiterer Folge wird dann, denke ich, die Erweiterung Richtung Pfalz kommen. Mhm. Geprüft werden soll ja auch ein neues Projekt namens Schneeaktiv Neuhornbach-Projekt. Was ist das genau? Ja, wir sind auf 1700 Meter Höhe, ist ein Gasthaus, heißt Neuhornbach, ist ganzjährig geöffnet. Mit der unsicheren Schneesituation, mit der Klimaerwärmung, wie auch immer, ist es nicht garantiert, dass man in Zukunft im Ort, im Tal noch Schnee hat. Und dann werden jetzt schon Weichen irgendwo gestellt, dass man die Skigebiets-, sprich Langlauf-, Schneeschuhwandern, Winterwandern auf höhere Regionen verlegen muss. Und dazu gibt es eine Machbarkeitsstudie, wird beauftragt werden, ja. Gibt es dazu einen Zeitplan? Eigentlich nicht. Also die Machbarkeitsstudie, die soll jetzt im Herbst vergeben werden und dauert so etwa 3-4 Monate lang bis zum Ergebnis. Und weiters gibt es keinen Zeitplan. Sie haben vorhin schon die Beschneiungsanlage erwähnt am Didamskopf. Ja. Der Didamskopf, die Bergbahn am Didamskopf sind ja wohl der wichtigste Arbeitgeber im Ort, glaube ich. Genau, wie sieht es da mit der Entwicklung der Bergbahnen aus? Ja, vom Betreiber her ist das weitere Entwicklung vorgesehen. Es stehen Investitionen an, werden auch nach laut Aussagen werden sie auch getätigt. Gibt es von Seiten der Gemeinde ein langfristiges Tourismuskonzept? Ja, Konzept direkt gibt es eigentlich nicht. Es gibt einen gemeinsamen Tourismusausschuss mit Dau. Wir sind eigentlich eine Tourismusregion, auch Schopenau. Der Gast, wo wir ansprechen, ist einfach im Sommer ist das der wo wandern will, Bergtouren machen will. Und da versuchen wir über Wanderwege, auch Mountainbiken natürlich Thema, Mountainbike-Strecken zu organisieren und auf die Beine zu bringen, damit einfach das Wandern und den Sommergast ansprechen. Vor allem, was uns sicher gelungen ist und auch gelingen wird und weiterhin, hoffe ich, ist die Qualität, also die landschaftliche Qualität, wo wir bieten können. Und das Zweite ist auch die Zimmer und die Gästebetten also auf hohem Niveau stehen eigentlich. Sie haben gerade mehrere Themen angesprochen. Einerseits die Landwirtschaft, allerdings auch die Qualität, die landschaftliche Qualität. Ja. Wie hängt das zusammen? Das hängt ja sehr eng zusammen. Also wir sind Gott sei Dank in einer Lage, wo 30 aktive Landwirte tätig sind. Und das Glück dazu ist, dass die Nachfolge von den Betrieben eigentlich großteils gegeben ist. Und diese Landwirte pflegen uns die Landschaft und ergibt dann den Reiz für den Gast. Sie haben gerade vorher angesprochen, die Wanderwege, auch Mountainbike-Netz. Wie sieht der Ausbau im Bereich Breitenalpe, Pfalz, Neuhornbach aus? Das steht ganz kurz vor der Umsetzung. Wir möchten, wenn das Wetter besser wird, beginnen. Jetzt im Herbst noch, ja. Dann gibt es das fehlende Verbindungsstück von der Alpe Breitenalp bis zum Gasthaus Neuhornbach. Und somit ist eine Bikerrunde gegeben vom Tal westwärts aufsteigend und mosten kann man wieder ins Dorf zurückfahren. Das ist ein Rundweg mit circa 10-12 Kilometer.
Eine Frage zu den Gewerbebetrieben. Es macht zumindest den Anschein, wenn man durch Schopenau fährt, dass es noch eine funktionierende Nahversorgung gibt. Also Metzgerei, Lebensmittelhändler, Bäckerei ist eigentlich für kleine Gemeinde nicht zur Selbstverständlichkeit. Ja, da sind wir eigentlich stolz. Erstens haben wir noch eine sehr gute Nahversorgung. Was wir auch stolz sind, das Kleingewerbe. Wir sind keine großen Gewerbebetriebe, gibt es bei uns nicht. Auch kein Gewerbegebiet, leider. Das ist einerseits leider, aber das ist einfach, die Voraussetzungen sind nicht gegeben. Hat das mit dem Gefahrenzonen? Das hat mit dem Gefahrenzonenplan ja, sehr viel zu tun. Ja. Wir sind umschlossen eigentlich von Wildbächen und jedem Wildbach ist eine gewisse Fläche als rote Gefahren ausgewiesen und da geht das nicht, ist das nicht möglich, also das Gewerbe anzusiedeln. Das Gewerbe kann sich nicht mehr. Kann sich nicht erweitern. Das Gewerbe ist eigentlich im Dorf, direkt im Dorf, lauter Kleingewerbe, aber ich denke gesunde Betriebe. Und was wir schon stolz sind, sind einfach ist die Nahversorgung. Sie haben jetzt praktisch also, gerade gesprochen über Wildbachverbauung, ja. Hochwasserschutz. Auch da ist dann, das ist ein Dauerbrenner in unserer Gemeinde, Hochwasserschutz. Jedes Jahr sind Baufelder von der Wildbach werden getätigt. Es ist auch natürlich eine finanzielle Belastung der Gemeinde im Rahmen von etwa 60.000 bis 80.000 Euro jährlich im Durchschnitt. Das wird da von der Land ungefähr? Wird da vom Land was übernommen? Ja, das wird ziemlich weiter über besondere Bedarfszuweisungen heruntergestützt, ja. Aber uns natürlich ist es sehr wichtig und sind wir auch dankbar und froh, dass die Wildbach bei uns immer wieder Tätigkeiten schafft, weil es geht um die Sicherheit des Dorfes. Aber wenn man durch Schopenau fährt, ist besonders die rege Bautätigkeit im Bereich von Einfamilienhäusern auffallend. Es gibt auch eine recht große Anzahl an leerstehenden oder vermieteten Häusern in Schopenau. Gibt es da Pläne der Gemeinde, wie man dem entgegenwirken könnte? Einerseits sind wir froh, dass wir doch ein Bauland schaffen konnten mit 8 Grundstücken, wo junge Familien sich niederlassen konnten. Die sind alle verkauft und jetzt in Kürze verbaut werden komplett, da sind wir froh. Was uns ein bisschen Sorge macht, ist die leerstehenden Gebäude oder die verpachteten Gebäude. Das ist sogar in der Region Bregenzer Wald ist das ein Thema und ist untersucht worden und nachgefragt worden. Gibt es da Begründungen dafür oder was wurde da rausgefunden bei dieser Studie? Die Gründe liegen natürlich verschieden. Aber oft ist das einfach, dass junge Leute ein neues Haus bauen, wenn der Grundstück zur Verfügung steht. Die Eltern bleiben im Haus, werden Eltern, sterben irgendwann, sterben sie oder werden alt und das Haus steht dann leer und wird vermietet. Das haben wir eigentlich und ich persönlich eigentlich bisher unterschätzt. Mit dieser Untersuchung vom Ergebnis her, glaube ich, das ist eine sehr wichtige Aufgabe der Gemeinde, dieser Entwicklung irgendwie entgegenzuwirken. Das heißt, wenn jetzt ein Durchschnittsfahrerberger ein Familienhaus sucht, könnte ein Schopenau fündig werden? Fündig schon, aber was bekommt, ist eine andere Frage. sind sie so teuer? Ja, das Bauen ist schon teuer und die Baugrundstücke sind bei uns nicht so viel zur Verfügung, also sind rar und haben auch seinen Preis, ja. Mhm. Ja. Der Bauhof im Ortsteil mit dem schönen Namen Paradies soll ja neu errichtet werden. Genau, das ist da sind wir in Verhandlungen mit dem Landesstraßenbeamt. Auch diese wollen einen Stützpunkt schaffen für den Straßendienst, Winterdienst. Und da ergibt sich die Möglichkeit, oder umstehend die Möglichkeit, dass wir mit dem Straßenbeamt und Gemeinde den Bauhof umzusetzen kommen. Ja. Wird das finanziert auch teilweise vom Land oder muss das Gemeinde selbst komplett übernehmen? Das ist der Gemeinde. Der Bauhof selber muss natürlich die Gemeinde finanzieren, allerdings wird es über Strukturförderung vom Land wird das unterstützt, ja. Welcher Zeitrahmen ungefähr, wann wird da gestartet mit dem Bau? Vorgesehen wäre, wenn alles optimal und gut läuft, 2009. 2009? Ja. Immer gemeinsam mit dem Straßenbau. Sind sonst derzeit öffentliche Bauten geplant? Weil angeblich haben ja die vielen Bauten der letzten Jahre, sei es Kindergarten, Feuerwehr, da Bergrettungshaus doch wahrscheinlich ein ziemliches Loch ins Gemeindebudget gerissen. Auch die Sanierung der Franz-Michael-Felder-Saales? Genau getroffen. Sie haben es genau getroffen. In den letzten Jahren haben wir sehr viel investiert. Sie haben es angesprochen, das Geschäftshaus mit Franz-Michael-Felder-Museum, mit dem Tourismusbüro, mit dem Feuerwehr- und Bergrettungshaus, mit der Sanierung des Gemeindeamtes, also des Feldersaal. Kindergarten gebaut, also man hat sehr viel investiert in den letzten Jahren und jetzt muss diese Sache auch einmal finanziert werden und stehen derzeit keine größeren Investitionen in diese Richtung an. Wie sieht es mit dem Biomasse-Heizwerk aus? Der geplante Standort sei ja am Veto der Anrainer gescheitert. Momentan wird jedoch eine kleinere Variante geprüft.
erste Gespräche würden laufen. Gibt es da schon was Neues? Ja, das ist der Stand der Dinge. Also es gibt ein Gespräch über eine kleinere Variante, das stimmt. Die Untersuchungen, Berechnungen sind am Laufen, aber weiter ist noch nichts geschehen. Also möglicher Standort? Standortfrage, es stehen zu Diskussionen, aber konkret kann man noch keine Auskunft geben. Immer ein Thema in den kleinen Gemeinden sind die Vereine. Angeblich soll ja eine Jugendfeuerwehr gegründet werden. Was wissen Sie da dazu oder gibt es da schon einen festen Termin? Ja, grundsätzlich sind wir froh, dass wir sehr viele und aktive Vereine im Dorf haben. Das belebt das Dorf, ist einfach das Dorfleben. Jugendfeuerwehr ist Thema, ja, das möchten wir nächstes Jahr einrichten. Die Gemeinde darüber ist eigentlich froh, weil es ist festzustellen, dass auch bei verschiedenen Vereinen der Nachwuchs ein bisschen mangelt. Und ich finde es wichtig und gut, dass man recht früh auf Jugendlichen zugeht und das ist über die Jugendfeuerwehr möglich, dass man erstens den Nachwuchs gesichert hat und die Jugend eine sinnvolle Arbeits- oder Freizeitgestaltung bieten kann und dass sie recht früh abgeholt werden in die Vereine. Das sichert eigentlich auch die Zukunft der Vereine irgendwie ab. Ja. Herr Bürgermeister, 2010 sind wieder Gemeinderatswahlen. Werden Sie wieder als Bürgermeister antreten? Das ist noch ziemlich weit weg, also diese Frage ist sicher noch offen. Noch offen? Ich habe mich nicht entschieden. Haben Sie schon überlegt, falls Sie das tun werden, welches Ihre Kernthemen sein werden? Eigentlich habe ich darüber kaum Gedanken gemacht bisher. Da habe ich noch Zeit genug. Es sind noch 1,5 Jahre dahin, bis dahin. Und das bitte Zeit genug zum Überlegen. Vielen Dank. Ich würde gerne abschließend noch einen kleinen Wordrap machen, heißt das, also einfach auf ein Stichwort eine schnelle Antwort geben. Ihr Lieblingshobby? Ist die Natur und Landwirtschaft. Und forscht. Puls. Ihr Lieblingsessen? Da bin ich ziemlich regional, eigentlich sind mir die Käsknöpfle. Das habe ich schon ein paar Mal gehört im Bregenzer Wald. Also muss ein anderes machen. Ihr liebstes Plätzchen in der Gemeinde, wo gefällt es Ihnen am besten? Eigentlich im Vorsees. Im Vorsees. Worüber haben Sie sich zuletzt gefreut? Über die letzte Gemeindevertreter-Sitzung gestern. Was ist dort passiert? Das ist genau die Umwidmung bezüglich Bauhof und Paradies. Beschlossen worden, einstimmig. Was tue ich zu viel? Zu viel, aber tut man nie. Herr Bürgermeister, was tue ich zu wenig? Zu wenig schlafen oft. Mein größter Wunsch? Eigentlich eine Dorfstruktur weiter so entwickelt wie bisher. Herr Simmer, vielen Dank für das Interview. Dankeschön.